Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Stadion-Vlog. Ja, der erste Stadion-Vlog in diesem Jahr und es geht direkt auswärts nach Schalke. Also da könnt ihr euch drauf freuen, ich nehme euch nämlich mit und ja, hoffentlich gewinnt der 1. FC Köln. Mein Tipp war ja ein 4:1, auch wenn das sehr überheblich klingt. Aber so wie die Schalker ja, die letzten beiden Spiele jetzt gespielt haben, habe ich einfach die Hoffnung, dass wir heute wieder einen wichtigen Sieg holen werden im Auswärtsspiel. Und ja, schauen wir mal, ob das uns auch gelingt oder ob am Ende des Stadion-Vlogs ich wieder denke, oh ja, Niklas, das war komplett falsch. Aber schauen wir mal, ich wünsche euch erstmal viel Spaß hier mit dem Stadion-Vlog und ich würde sagen, let's go. Jetzt hier auf dem Parkplatz von Gelsenkirchen, da ist das Stadion, ja, jetzt seht ihr es gerade nicht, aber da ist es auf jeden Fall. Und ja, jetzt gehen wir Richtung Stadion und schauen wir mal und dann gleich auch auf unsere Plätze. Bin natürlich perfekt gekleidet, so wie es sein muss. Den FC würde ich hier vertreten und dann hoffen wir mal, dass es ein gutes Spiel wird vom 1. FC Köln. Bin mal gespannt, wie die Aufstellung sein wird und dann geht es jetzt los. So, wir waren jetzt gerade noch was essen, da habe ich jetzt allerdings keine Videos so wirklich gemacht, weil das war absolut voll da. Aber es waren auch schon ein paar Schalker, die mich dann erkannt haben und ja, war sehr cool, waren coole Gespräche auch, sehr respektvoll auch miteinander umgegangen. Also es war wirklich so, wie es eigentlich sein sollte, ist es dann auch abgegangen. Also es war wirklich sehr, sehr gut und ja, wir sind jetzt hier direkt an der Arena und jetzt gleich geht es dann zu unseren Plätzen und dann fühle ich mich vielleicht auch ein bisschen wohler wieder, wenn dann doch eher mehr Rot da ist als, sag ich mal, blau. Aber mal gucken. Also jetzt geht's rein und dann schauen wir mal, wie das Spiel wird. Die offizielle Heimspielstatistik, die wollen wir uns mal ganz kurz angucken. 18 Mal ist das Liga Königsblau, 15 Mal war es ein Unentschieden. 11 Mal der Gastgeber. Schalke, ey.
Halbzeit hier auf Schalke. Ja, die beiden trennen sich, Stand jetzt 0:0. Noch keine Tore gefallen, aber die ersten Torchancen hatte Schalke in den ersten Minuten. Die Kölner taten sich ja schwer gegen die Schalker und haben es aber jetzt eigentlich ganz gut hinbekommen und in den Griff gekriegt. Aber trotzdem, eine richtige Torgefahr war bis jetzt noch nicht da vom 1. FC Köln. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es sind schon Ansätze da, aber wie gesagt, es ist halt noch nichts Gefährliches aufs Tor gekommen. Ecken haben wir auf jeden Fall genug. 8 Stück an der Zahl. Schalke bis jetzt noch 0. Ja, daran hapert es eigentlich nicht. Aber wie gesagt, die Präzision ist eben nicht da. Aber das hoffe ich mal, dass das jetzt besser wird. Und deswegen, komm mal FC, auf in die zweite Halbzeit. Fußballfans aus nah und fern, davon 5.760 Fans vom 1. FC Köln. Danke an euch alle. Die Veltins Arena ist wieder einmal ausverkauft. Yeah!
0:0, keine Tore zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. Ja, es sollte am Ende nicht sein. Der FC kam dann doch ein bisschen nochmal ran, aber am Ende ging die Punkteteilung vollkommen in Ordnung. Und von daher, ja, wie gesagt, müssen wir die Punkte zu Hause gegen RB Leipzig holen, denn das ist das nächste Spiel für den 1. FC Köln. Endlich wieder zu Hause, nachdem wir jetzt nach der englischen Woche zwei Auswärtsspiele hatten. Wie gesagt, wir haben die Mannschaft supportet, es waren knapp 6.500 FC-Fans da, aber es sollte heute nicht sein. Wir nehmen den Punkt mit, den können wir auch gut gebrauchen im Thema Abschiedskampf. Und dann geht es, wie gesagt, nächste Woche Samstag gegen RB Leipzig weiter im Rhein-Energie-Stadion. Ich hoffe, euch hat der Stadionblock hier auf Schalke gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solche Stadionblocks sehen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal, würde mich extrem freuen. Und bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.